Ich bin heute bei TMD Friction, einem Hersteller für Bremsbeläge ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Und ich treffe mich jetzt mit Jacqueline, die hier eine Ausbildung macht zur Elektronikerin. So, und ich starte jetzt mal den Roboter. Jacqueline, krass, hast du gerade am Roboter gearbeitet? Ja. Was hast du gemacht? Wir haben den Stempel eingestellt, wie schnell der Stempel auf den Bremsbelag drückt. Und du warst ja mit einem Kollegen da drin. Ist das auch ein Elektroniker? Nein, das ist ein Produktionsmitarbeiter. Wenn ein Fehler an der Maschine auftritt, rufen die uns an, damit wir den Fehler suchen können. Und die selber kennen sich aber gut mit den Maschinen aus, an der die halt arbeiten. Und können uns schon oft eine Hilfestellung geben, in welche Richtung wir gucken müssen. Jetzt hast du gerade gesagt, du als Betriebselektronikerin suchst und findest Störungen. Was sind das denn für Störungen? Es könnte alles Mögliche sein, zum Beispiel ein kaputter Sensor, ein kaputter Riedkontakt oder ein kaputtes Schütz. Es kann aber auch einfach nur ein durchgebrannter Stecker sein oder eine Motorspule, die kaputt ist. Das heißt, du kennst hier wirklich jede Maschine im ganzen Unternehmen? Ja, alles muss laufen. Und wenn du die Störung dann gefunden hast, was passiert dann? Ja, da muss ich sie so schnell wie möglich beheben, damit hier alles rund läuft und weiterlaufen kann, die Produktion starten kann. Ohne euch läuft hier also gar nichts? Richtig. Hier eine ziemliche Männerwelt. Würdest du es anderen Mädels empfehlen? Auf jeden Fall. Ich finde, dass Mädchen sich generell mehr trauen sollten, solche Berufe auszuprobieren, weil sie können es auf jeden Fall. Jetzt bin ich im Prüfstand. Hier wird die Qualität der Bremsbeläge kontrolliert. Jacqueline, was machst du jetzt hier gerade? Ich prüfe gerade nach, ob die Motorspulen noch intakt sind, um ja, halt zu schauen, ob der Motor noch funktioniert. Und wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, wie könnte es denn dann für dich weitergehen? Also ich werde wahrscheinlich einen Meister anstreben. Man kann unter anderem aber auch noch einen Techniker machen oder verschiedene Lehrgänge besuchen, um sich zu spezialisieren.